So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute. Am Dienstag, den 19. Oktober 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir wieder einen Blick auf die Märkte werfen und in diesem Zusammenhang natürlich die jetzt aktuell technisch sehr interessante Situation im DAX abdecken, der dort im Bereich dieser gestern einen Trendlinie, es gibt zwei, wir sehen, wir hatten eine steile, wir hatten eine etwas flachere und im Bereich jetzt um für 15.470 ungefähr, 400, 480, 490 Punkte. Da verläuft eben jetzt diese eine etwas steilere Trendlinie und da stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage, drehen wir gegen diesen Bereich wieder auf, setzen die Bullishness der jüngeren Vergangenheit fort oder aber brechen wir tiefer und sehen dann zeitnah eben einen Retest der 15.300er Region, die dann auch nicht nur die Ausbruchregion der letzten Woche ist, sondern ergänzend dazu eben auch die zweite etwas flachere Trendlinie einfängt. Kurzen Augenblick. Entschuldigung. So, dann werfen wir natürlich einen Blick drauf gegen oder auf Silber in dem Zusammenhang natürlich oder nicht in dem Zusammenhang, sondern in einem anderen Zusammenhang. Ich hatte in diesem Konstellation ja letzte Woche am Freitag, Donnerstag, Freitag hatte ich ein Long Setup jetzt zum Thema gemacht. Wir stoßen uns jetzt ein bisschen von der 23er Marke ab. Das kommt meinem Trade sehr zugute. Ich dachte gestern schon, das wird wieder nichts, nachdem wir einen kurzen Test der 23 gesehen haben. Aber es hat sich jetzt an der Stelle als äußerst günstig herauskristallisiert, dass ich den Stop nicht genau auf die 23 gelegt hatte, sondern leicht unterhalb dieses Levels, dieses psychologisch runden Levels auf 22,90, also dem Markt da durchaus noch ein bisschen Luft gebe. Und gestern gab es einen kurzen Flush, von dem wir uns aber relativ zügig wiederholt haben. Also ein recht ähnliches Szenario eigentlich, wie auch schon in der Woche zuvor, wo ich dann, oder beziehungsweise war gar nicht eine Woche davor, ein paar Tage vorher, wo es dann kurz zu diesem Flushout kam und dann wir über die 23 gelaufen sind, da nur gegen die 22er Region. Potenzieller Grund dafür natürlich das Überrollen der Zinsen jetzt gerade und das Driften wieder unter die 1,6% Marke hier im 10-jährigen US-Zins. Und dann werfen wir einen Blick auf eine Aktie, die gestern erstmal nur so peripher irgendwie von Interesse war, aber die dann jetzt durch die technischen Gegebenheiten sehr interessant wird, nämlich Peloton. Peloton hat gestern die 84 halten können und dann gegen dieses Level eine sehr, sehr starke Gegenbewegung gesehen, die gestern schon das vollzogen hat, was ich eigentlich jetzt für die kommenden Tage erwartet hätte. Und durch den sehr starken Tagesschluss ist da eventuell sogenanntes Second Day Play für den heutigen Tag dann denkbar. Als Trade aus technischer Perspektive dann für den heutigen Tag und ja, vorwegnehmend dann so ein bisschen vielleicht auch die anstehenden Earnings, wo es dann sicherlich den ein oder anderen News-Katalysten noch gibt. Heute nachbörslich Netflix mit Zahlen, auch da kurz einen Blick drauf. Bevor wir offiziell starten, hier einmal der Blick auf den Risikohinweis. Also Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die auf Margin gehandelt werden und mit dem hohen Risiko eingehen, ausgehend von der Hebelwirkung, schnell Geld zu verlieren, sind nicht für jeden Anleger geeignet. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil mache man sich zunächst einmal mit diesem vertraut. Dann entscheidet man, ob der Handel sich mit diesen Produkten eignet für einen, am besten über eine Demo. Und dann früher oder später gehe man, sofern man diese Fragen ja für sich beantwortet, eben den Modus in den Live-Modus über markets.com/de. Da gibt es den vollständigen Risikohinweis. Da findet man auch die Möglichkeit, sich ein Demokonto runterzuladen. Da gibt es auch darüber hinausgehend die Möglichkeit, Investlösungen anzuschauen, Multi-Asset Brokerage, sprich also physischer Aktienhandel, ETFs und dergleichen. Alle Fragen rund um Markets, Regulierung und so weiter und so weiter gerne auch per E-Mail an Elena schicken. Solltet ihr Fragen haben rund um die Märkte, nutzt gerne die Möglichkeit unterhalb dieses Videos, besonders wenn ihr euch jetzt dieses YouTube-Recording hier anschaut, diese eben in der Chatbox unterhalb zu stellen. Jetzt parallel hier ist ein Livestream, also bedeutet, ihr könnt auch diese Fragen natürlich live hier im Event stellen. Wenn ihr irgendwelche Märkte habt, die ihr gerne beleuchtet sehen möchtet, nach den gestrigen Entwicklungen, schickt mir gerne eine Mail, kontaktiert mich gerne via Twitter. Es gibt auf jeden Fall diverse Möglichkeiten, dort mit mir in Kontakt zu treten. Ich mache einmal hier die Markets X Handels Plattform auf und räume kurz mal im Hintergrund ein bisschen auf. Schau, ob hier alles gut gestreamt wird. Oh ja, interessant. Das ist interessant. Ich hoffe jetzt, dass es hier keine Schwierigkeiten gibt. Da stand gerade, dass meine Bitrate bei YouTube außerhalb dessen liegt, was empfohlen ist, was auch immer das heißen mag. Aber hier wird alles gut gestreamt. Ja, danke, so schlimm ist es nicht. Danke an Afshin, er schreibt gerade gute Besserung. Ist nur ein bisschen Halsschmerzen an der Stelle. Also, und die sind auch schon wieder dahin fliechend, fleuchend. Da hatte ich schon seit letzter Woche am Samstag, Freitag, Samstag, hatte das schon begonnen. Und ich muss ehrlich gestehen, nachdem jetzt man die ganze Zeit mit Maske durch die Gegend gelaufen ist und so weiter, hört sich das vielleicht komisch an, aber ich bin ganz froh, dass ich da mal so ein bisschen mich räuspern musste, beziehungsweise, also Schnupfen hatte ich jetzt nicht, aber zumindest mal ein bisschen Husten hatte einfach, weil ich gewohnt bin, eigentlich einmal im Jahr mindestens
nicht richtig krank zu werden, aber mal so einen richtigen Flashout zu haben. Und ich glaube, dass das wichtig ist, auch für das Immunsystem grundsätzlich, da weiter eben gut zu funktionieren. Und dadurch, dass wir so abgeschottet worden sind, mit Masken tragen und das alles unterbunden worden ist, ist, glaube ich, ist es bei mir letztes Jahr ausgeblieben, das Punkt 1. Und ergänzend dazu ist es eben so, dass das eben dazu führt, dann, dass du dir auch beginnst, so ein bisschen Sorgen zu machen. So, wenn jetzt mal was kommt, ist es dann vielleicht ein heftigeres, einfach, was dich dann da erwischt, ausgehend vom Umstand, dass das Immunsystem vielleicht nicht ganz so gelaufen ist, wie es normalerweise für dich jedenfalls gewohnt ist. Und ja, also bis jetzt ist es ganz gut ausgegangen. Also insofern, ich bin ganz froh, dass da mal ein bisschen kleines Räuspern war, ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen Husten, aber alles in bester Ordnung. Vielen Dank trotzdem. Blicken wir auf den DAX. Also die Trendlinie, von der wir hier sprachen, zunächst einmal. Also wir sehen hier diese Bullishness über die letzte Handelswoche, diesen Break über die 15.300er Marke hier. Dann auch das Überschießen, das Erobern hier der Region 470-500. Und dann eben dieses Einknicken. Und jetzt sehen wir eben, dass dieser Bereich hat zunächst gehalten werden können. Also wir können sehen, gestern hier, das war im Bereich der Tiefs, sind wir ungefähr gehalten worden um 15.400 Punkte. Drehen also wieder auf, setzen jetzt nochmal auf diesen Bereich auf. Also kann man das hier gut erkennen? Ich hoffe jedenfalls. Und bis jetzt ist zumindest so, dass ein Bruch tiefer ausgeblieben ist. Ich interpretiere das grundsätzlich erstmal sehr positiv. Also wir sehen den Ausbruch aus der Open Range hier auf der Unterseite. Werden erstmal abgefangen, kriegen hier kleinen Bounce zu sehen, sitzen nochmal rückwärts an, können aber jetzt die Tiefs halten. Also es kommt nicht zu einem sofortigen dynamischen Bruch auf neue Tiefs, was dann korrespondiert hätte mit dem Bruch eben hier unter diese Trendlinie. Und dann auch in diesem Zusammenhang eben weitere Abschläge denkbar gemacht hat in Richtung eben dieser etwas flacher verlaufenden Trendlinie. Beziehungsweise, also vielleicht sollte ich die mal ganz kurz farblich abstimmen. So, machen wir einfach mal eine türkisfarbene. Also die türkisfarbene Linie, das ist die etwas flacher verlaufende, in der in demzufolge dann hier die 15.300er Region vielleicht ein Stück weit drüber, 15.330, 350 ungefähr als Kursziel aktiviert worden ist. Was wir aber jetzt hier sehen, wenn wir links auf den 5-Minuten-Chart eben schauen, ist, dass wir eben keine tieferen Tiefs markieren, sondern stattdessen einen Versuch anstellen, hier den EMA 50 auf 5-Minuten-Basis zurückzuerobern. Und das ist für mich jetzt dahingehend interessant, weil es nämlich ein Indiz liefert, dass diese Trendlinie offensichtlich noch gehalten werden kann. Und sollte es jetzt infolge eines Aufdrehens zu einer Markierung neuer Tageshochs kommen, also das heißt, wir in dem Fall dann über 15.520, 530 laufen, dann wäre das durchaus ein meiner Einschätzung nach bullisches Signal, was dann in den kommenden Stunden, vielleicht nicht unbedingt dann heute, das hängt sicherlich dann wieder auch so ein bisschen ab von den US-Märkten, oder dann vielleicht morgen, dass dann eben nochmal die 15.630er Region und darüber dann eben der Bereich 15.700, darüber 15.800 eben die Region in den Mittelpunkt des Geschehens rückt und dann als nächster Halt im Endeffekt eigentlich nur noch nach oben dann die Allzeithochs eben entsprechend stehen. Also das bedeutet hier, aktuell ist diese Price Action kurzfristig betrachtet, ich finde, äußerst positiv und in dem Zusammenhang, wie gesagt, wenn wir es jetzt schaffen sollten, uns über 15.500 Punkte aufzuschwingen, in Anführungsstrichen, oberhalb eben und stabilisieren, dann impliziert das an dieser Stelle eben, dass der kurzfristig bärische Modus, der sich gestern hier herauskristallisiert hatte, wir sind ja hier im Tief gehandelt worden, bis kurz vor der US-Markteröffnung im Bereich um 15.400 Punkte, konnten uns dann in den Abend hinein ein wenig stabilisieren, dass der dann im Grunde genommen aufgelöst wird und dass dann eben weitere Aufschläge denkbar werden. Alternativ das Szenario, das ist das optimale Szenario für die Bullen an der Stelle. Alternativ das Szenario, wir brechen jetzt doch nochmal auf neue Tiefs. Also in dem Fall, rund gesprochen, brechen wir die 15.450 und würden dann in der Konstellation mindestens nochmal die Tiefs von gestern anvisieren, eventuell sogar ein Stück weit unterschießen und würden dann in dem Fall Richtung 15.300 Punkte uns aufmachen. Wobei ich eben, wenn wir diese zwei Tiefs miteinander hier verbinden, also die Tiefs, die sich hier herauskristallisiert haben am Mittwoch vor 2 Wochen, also morgen vor 2 Wochen, beziehungsweise hier der Bereich um die Vorwochentiefs, wobei ich dann eben in dieser Konstellation sagen würde, sollten wir diesen Bereich anlaufen und keinen Break drunter zu sehen bekommen, sondern in diesem Bereich halten, könnte das aus Chance-Risiko-Verhältnis technischer Perspektive und knapp oberhalb der 15.300er Marke, die für mich auch eine kurzfristige Schlüsselmarke oder Region ist an der Stelle,
könnten sich Long-Engagements anbieten. Die 15.300 ist dahingehend interessant. Also ich habe das hier mit zwei gestrichelten Linien abgesteckt. Also man könnte im Rang 250, 300, das ist so dieser Bereich, man hätte da vielleicht auch ein Rechteck einzeichnen können. An dieser Stelle sollten wir unter diesen Bereich fallen und unterhalb schließen, würde das das kurzfristig bullische Bild neutralisieren. Also das bedeutet anders formuliert, solange wir oberhalb handeln von 15.3 rund gesprochen, sehe ich den Vorteil weiter ganz klar auf der Long-Seite. Und wie gesagt, sollten wir dann hier diesen Flush, neuer Tagestief zu sehen bekommen auf der Unterseite und diesen Test dieser türkisfarbenen Trendlinie auf dem Stundenchart hier, dann wäre das durchaus vielleicht sogar Chance-Risiko-Verhältnis technisch interessant, gegen diese Region sich eben entsprechend long zu positionieren, in Erwartung, dass es hier ein erneutes Aufdrehen gibt und dass dann eben hier nochmal die 15,6 aus diesen Gefilden eben tatsächlich dann angesteuert werden. Ja, soweit also die Einschätzung zum DAX. Also 15,5 nach oben ist aktuell relevant, beziehungsweise 15,450 nach unten. Gehen wir über 15,5, dann wird diese steilere Trendlinie potenziell gehalten. 15,6 als nächstes Ziel, 15,7, 15,8 als nächste Kursziele. Brechen wir auf neue Tagestiefs, in dem Fall unter 4,50. Wie gesagt, dann rückt diese türkisfarbene Linie in den Mittelpunkt des Geschehens und dann würden wir eben entsprechend hier gegen diese versuchen, uns in Long zu positionieren. Ja, das wäre es eigentlich tatsächlich dann in der Konstellation schon für den DAX gewesen. Wir blicken mal ganz kurz hier auf den S&P 500. Ich hoffe an der Stelle. Na? Braucht ein bisschen. Okay, machen wir das. Einen Moment. So, also global makroökonomisch, das, was heute im Mittelpunkt des Geschehens sich präsentiert, das ist nicht so sonderlich dramatisch in Anführungsstrichen. Wir haben nur einige Zahlen vom Häusermarkt, die dann in irgendeiner Form, sag ich mal, über Umwege in irgendeiner Form eine Idee geben, wo wir inflationstechnisch hinlaufen. Ja, also sprich, oder beziehungsweise, ob wir in ein potenziell auch stagflationäres Umfeld eben laufen, an dieser Stelle. Also Building Housing Permits beispielsweise, die sind dann in der Lage, dass man eben sagt, naja, wenn die Leute weniger Häuser bauen beispielsweise, dann deutet das darauf hin, dass hier eine Risikoaversion sich vielleicht auch in der breiten Gesellschaft bemerkbar macht, ausgehend von welcher eben ein eher stagnierendes konjunkturelles Umfeld erwartet werden kann. Parallel dazu potenziell eben die gezahlten Preise für Häuser, eben an dieser Stelle, die dann eben die Inflation weiter in irgendeiner Form, Inflationssorgen schüren, stagflationäres Umfeld beispielsweise. Das ist derzeit eben etwas, was vielleicht möglich ist, in diese Richtung zu interpretieren, zu argumentieren. Ich würde sie nicht überbewerten, so würde ich es mal behaupten. Also ich würde an dieser Stelle diese Zahlen jetzt nicht so dramatisch eben in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. Wir sollten es im Hinterkopf behalten, dass diese heute anstehen. Wir werfen gleich auch noch kurz einen Blick drauf. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, dass die wirklich einen potenziellen Volatilitätskatalysator irgendwie in irgendeiner Form darstellen. Was wirklich von Interesse ist, sind dann potenziell die dann ab heute einsetzenden Earnings. Also nicht nur, dass jetzt schon in der vergangenen Woche natürlich der Financial Sector begonnen hat, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs und so weiter, sondern dass dann eben jetzt auch die Big Player, die auch ausgehend von der Marktkapitalisierung entsprechend eben hier ein unglaubliches Gewicht im breiten Aktienmarkt, in dem Fall auch im S&P ausmachen. Eben den Earnings Season Kickoff sehen. Nachbörslich, wie gesagt, die Zahlen von Netflix an dieser Stelle. Wir werfen gleich noch einen Blick drauf auf die Gesamtkonstellation. Das ist aber das, was eben jetzt in Bezug auf eben besonders den S&P potenziell am ehesten in der Lage ist, Volatilität zu begünstigen. Grundsätzlich bleiben die Vorgaben hier weiter long, weiter bullish. Wir sind oberhalb von 4.470 Punkten, also dieser Region, oberhalb derer wir uns haben stabilisieren können. Wir sind unterhalb dieser Region ja gestern in die Handelswoche gestartet. Es war eine relativ zügige Attacke auf diesem Bereich. Und was ich eben dann unglaublich stark finde, ehrlich gesprochen, ist, dass wir hier nach einem recht starken Opening Drive oberhalb haben konsolidieren können.
Und dann auch, also wir haben da nicht mehr noch keinen entscheidenden, deutlichen Impuls mehr eben hier in den Abend hinein zu sehen bekommen. Aber dieser Schluss oberhalb eben dann in dem Fall der Hochs, die in der Vorwoche markiert worden sind, gleich zum Start der Handelswoche, ist meiner Einschätzung nach ein technisch sehr, 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 sehr starkes Signal, welches die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass wir eher über kurz als lang wieder in Richtung hier der Allzeithochs uns aufmachen, Richtung der 4550er Region. Und wo wir dann eben jetzt auch durch die Earnings Season entsprechenden Katalysator finden. Also das in Bezug auf den S&P. Hier gesagt, ist eben etwas, was eher für die Long-Seite in dem Zusammenhang für den DAX spricht, was mich eher wirklich die Long-Seite favorisieren lässt und wo ich dann eben auch nochmal an der Stelle eben hier vielleicht sogar sage, ich wünsche mir gemeinhin irgendwie sogar, dass wir einen Flush unter die 4450 zu sehen bekommen, der zeitgleich aber nicht durch die US-Märkte abgetragen wird oder nicht sich darin gehen widerspiegelt, weil er eben bei einem Test an der 15.300, 330er Region, 350er Region und einem Halten dieser etwas flacheren Trendlinie hier, Chance-Risiko-Verhältnis technisch nochmal interessanter wäre, wenn ich dann an der Stelle dann eben solch einen Equity-Index Longplay über den DAX eben abbilde. Und das ist eben etwas, was hier durchgetragen wird, durch diese sehr, sehr starken Vorgaben. Wir können auch mal ganz kurz Folgendes machen. Werfen mal ganz kurz einen Blick drauf auf den Spider. Einen Augenblick. Den haben wir hier. Das ist der ETF auf den S&P 500. Und da können wir das auch nochmal sehen, beziehungsweise wir müssen mal ganz kurz hier vielleicht schauen. Volumentechnisch haben wir da vielleicht. Das war schon grundsätzlich ein ziemlich grundsolides Volumen, ehrlich gesagt. Also wir sehen hier, dass wir diese Bullishness, dieses Markieren neuer Hochs und dieses Überwinden der 444 ist es an der Stelle eben. Dass wir das unter verhältnismäßig hohem Volumen tatsächlich gesehen haben. Wir wollen das vielleicht mal ganz kurz hier uns anschauen. So, auf den Spider gehen. Haben wir da auch gleich eine Kennzahl für das durchschnittlich gehandelte Volumen? Ja. Durchschnittlich gehandeltes Volumen 72 Millionen, gestern immerhin 62 Millionen Stücke hier gehandelt worden. Also alles in allem auch volumentechnisch eine grundsolide Vorstellung eigentlich, die der S&P da uns gestern präsentiert hat. Wir haben, wie gesagt, kontinuierlich haben wir Nachfrage gesehen. Es überrascht jetzt wenig, dass wir hier oberhalb des EMAs, des EMAs sage ich schon, des VWAPs uns haben halten können, was aber auch fortwährend gezeigt hat eben, dass wir eben Nachfrage bis in den Abend hinein zu sehen bekommen haben. Und ja, nunmehr, also zeichnet sich hier auch bereits ab, mögliches Gap Up, was wir zu sehen bekommen. Das ist dann auch eine erste Möglichkeit, eben hier aus dieser Konstellation uns eine Idee zu formulieren, was wir gerne sehen wollen würden. Wir wollen sehen, dass wir uns oberhalb, kontinuierlich oberhalb der Hochs von gestern eben hier stabilisieren können. Das ist der Bereich, wie gesagt, 447 ist es an dieser Stelle. Wenn wir das schaffen, dann ist das, also das Gap halten so formuliert, dann ist das ein klar bullisches Signal, was eben auch dann eine Rückeroberung der 450 im Falle des Spider bzw. der 4500er Marke dann im Falle des S&P eben nach sich zieht und was eben dann auch den DAX eher von der Long-Seite attraktiv werden lässt. So, das nunmehr zu. Das nunmehr zum S&P. Ich gucke mal ganz kurz, habe ich Netflix hier drauf? Dann machen wir es mal ganz kurz, hole ich mal Netflix hier rein. So. Da werfen wir gleich einen Blick drauf. Ich mache ganz kurz hier einmal den Earnings-Kalender auf, damit wir hier einen Überblick haben, welche News-Events heute anstehen, beziehungsweise auch vorbörslich anstehen, darüber hinausgehend dann in den kommenden Tagen anstehen. Das Key-Event, was natürlich super interessant wird, da werden wir gleich einen Blick drauf werfen, ist natürlich Tesla, gestern erneut bis 780 gelaufen. Hoppala, das war falsch. Bis 780 an der Stelle gelaufen, überdehnt massiv auf der Oberseite aktuell. Also das heißt, wird jetzt vielleicht dann sogar. Chance-Risiko-Verhältnis technisch interessant, den entsprechenden Bounce in Richtung der 700er Region, Entschuldigung, andersrum, 870, so rum, nicht 780, 870, Richtung der 800er Region nochmal einen Bounce zu sehen. Da werfen wir morgen ganz explizit einen Blick drauf. Wie gesagt, heute nachbörslich ist eben Netflix im Mittelpunkt des Geschehens. Im Hinblick auf Netflix ist natürlich dann auch ein Blick hier auf die technische Konstellation durchaus interessant. Wir können sehen, Breakout auf neue Allzeithochs über die 600er Marke hat hier stattgefunden, nach einer lang, 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 lang Konsolidierung ab Juli 2020, also über ein Jahr, dass wir hier seitwärts konsolidiert sind. Der ein oder andere,
Erinnert sich vielleicht noch zu Beginn des Jahres, hatte ich mal hier ein WeWork Play im Hinblick auf Netflix zum Thema gemacht, ausgehend von den damaligen Earnings mit diesem Gap Up auf neue Allzeithochs damals und wo dann auch in den Wochenschluss, das war ein Spiel am Donnerstag, und dann hatte ich für den Freitag in den Wochenschluss hinein einen möglichen Lauf in Richtung der 600er Region zum Thema gemacht. Der ist allerdings ausgeblieben und wir haben diese Niveaus dann auch lange Zeit nicht gesehen, konsolidierten weiter seitwärts, ja, und sehen jetzt eben den entsprechenden Ausbruch aus dieser Range. Das war hier im Anfang September. Retest, wo diese Region jetzt auch gehalten hat werden können. Und dann machen wir uns in Richtung neuer Allzeithochs eben entsprechend auf. Und ja, nunmehr wird mit Sicherheit eins interessant sein im Hinblick eben auf die jetzt anstehenden Earnings von Netflix, ausgehend von der zunehmenden Konkurrenz in diesem Segment, also besonders im Streaming-Segment. An der Stelle wird ein Hauptfokus liegen auf den Active Users, Paying Users, also das bedeutet jenen, die eben aktiv auf die Dienste zugreifen und dafür auch bereit sind, Geld zu bezahlen. Das hat natürlich einen riesen Run gesehen und beziehungsweise also einen riesen Run Querstrich eine unglaubliche Vorwegnahme infolge der Corona-Politik, Lockdown-Politik. Leute bleiben zu Hause, nehmen solche Dienstleistungen verstärkt in Anspruch und dergleichen, was dann eben dazu geführt hat, dass diese Wachstumsaussichten hier im Laufe oder post der Corona-Pandemie dann entsprechend mit diesem Run höher, dass das größtenteils eben eingepreist wurde, dieses Wachstum, und infolgedessen jetzt angefangen hat, eben sich eine Konsolidierung hier herauszubilden, wo sich dann entsprechend eben diese Wachstumsraten an den Kursverlauf angepasst haben. Nunmehr, ja, nunmehr ist eben der erneute Breakout hier auf der Oberseite hat eben entsprechend stattgefunden. Konkurrenz hat zugenommen im Laufe der Jahre. Disney, also im Laufe der letzten Monate, müsste man schon fast sagen. Disney, Hulu fällt mir jetzt spontan ein. Wen haben wir noch? Amazon. Natürlich, Amazon Prime ist auch ein potenzieller Konkurrent aus der Perspektive. Also, was jetzt von Interesse sein wird, ist mit Sicherheit zu schauen, wie sich eben die Daily oder nicht Daily, sondern Monthly Active Users und Paying Users dann in dem Zusammenhang weiter eben entwickeln. Also, sprich anders formuliert, hier wird weniger der Fokus drauf liegen, bei solchen Earnings Releases auf eben der Entwicklung Earnings per Share, also EPS oder eben Revenue beispielsweise oder auch Revenue Guidance, wobei die Revenue Guidance, da wäre ich ein bisschen vorsichtig im Hinblick eben auf das, was man auf die weiterzahlenden Kunden eben tatsächlich hier erwartet. Das, was hier interessant ist, das Kerngeschäft, sind eben diejenigen, die für die Dienstleistung von Netflix zahlen, für die Streaming-Dienstleistung an der Stelle zahlen. Und das ist eben etwas, das wird durchaus interessant sein. Sobald sich hier irgendwie ein leichtes Top ausbildet oder in irgendeiner Form abzeichnet, dass das Wachstum durch die zunehmende Konkurrenz in diesem Segment eben nicht mehr so stark gegeben ist, besteht hier eine Gefahr, dass es zu einem Break dieser aktuell sehr, sehr stark sich beschleunigenden Aufwärtsbewegung eben kommt und es dann eben zu einem Bruch dieser Trendlinie kommt, der sich dann morgen beschleunigen könnte. Also morgen über den Handelstag eben entsprechend. Also das heißt, heute gehe ich mal davon aus, werden wir wahrscheinlich eine Konsolidierung zu sehen bekommen. Zwischen 6,20 hier auf der Unterseite und nach oben, ja, 6,40, 6,45 ungefähr auf der Oberseite. Also ein eher seitwärts gerichteter Handel, beziehungsweise vielleicht alternativ auch möglicherweise eine Vorwegnahme guter Earnings, buy the rumors und dann sell the news, welches allerdings die Gefahr erhöhen würde, dass wir eben entsprechend dann hier diese Trendlinie eben brechen. Und sofern wir eben an der Stelle dann durch einen Earnings Release, der die Erwartungshaltung der Marktteilnehmer zum Beispiel nicht erfüllt, unter 6,20 gappen würden oder beziehungsweise dann in der Nachbörse unter 6,20 laufen, könnte das eben dann für morgen der Wegbereiter sein, um nochmal ein Retest, vielleicht sogar einen Fall unter die 600er Marke eben auf den Weg zu bringen. Also das ist durchaus etwas, das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf haben. Wir warten natürlich erstmal ab. Das sind jetzt erstmal nur so erste Szenarien. Worauf achten wir in dem Zusammenhang mit dem Earnings Release eben oder den Quartalszahlen, die dort da eben präsentiert werden? Aber nichtsdestotrotz sollte man das schon mal als mögliches Szenario oder Gameplay, als möglichen Gameplan eben vor skizzieren, eben tatsächlich, was wir dann morgen en Detail eben hier beleuchten wollen. In Bezug auf Tesla, gucken wir mal ganz kurz, wo haben wir es? Wo habe ich denn Tesla? Wo habe ich denn Tesla? Plug, Neo, Moderna. Da ist Tesla. Wie gesagt, gestern erneut eine bockstarke Vorstellung. Wir gehen jetzt schon fast wieder vertikal. Hier können wir den Kursverlauf hier sehen. Das ist das Szenario, was ich gestern eingezeichnet habe, was auch aktuell weiterhin eben eine Option bleibt.
Wobei jetzt natürlich mehr und mehr, also auch, ich hatte ja gesagt, eigentlich würde ich ungerne mentales Kapital dafür einsetzen, eine solche Korrekturbewegung eben tatsächlich zu traden, würde lieber eher den Bounce hier handeln wollen, gegen die Trendlinie und mich dann gegen diese Long positionieren wollen. Jetzt ist es eben so, dass wir hier durch den Bruch über die 800er-Marke und diese starke Beschleunigung, dieses Antizipieren starker Earnings infolge vielleicht auch der Delivery Numbers, also erst morgen eigentlich ein Thema, aber jetzt schon bereits auch heute zum Thema gemacht, dass man hier in dem Zusammenhang vielleicht einen Crushing Earnings Release sieht, der uns auf neue Allzeithochs befördert, also über die 800er-Marke gappen lässt und wo wir dann ein Bounce zu sehen bekommen. Also sprich anders formuliert, wir sehen vielleicht jetzt ein Vorwegnehmen dieser starken Earnings, dann kommen die Earnings, die werden morgen veröffentlicht. Wir gappen am Donnerstag, wäre es dann an der Stelle, über hier das 900er Level und würden dann an dieser Stelle auf diesen News Release eben einen schärferen Bounce, Querstrich, eine schärfere Korrekturbewegung zu sehen bekommen, die uns nochmal in Richtung der 800er Regionen in den kommenden Tagen dann vielleicht bewegt, beziehungsweise die uns vielleicht sogar unter dieses 800er Level eben führt, was dann dazu führen würde, dass wir gegen diesen Bereich 7, ich hatte gestern 57 gesagt, dadurch, dass wir jetzt natürlich uns derart stark beschleunigt hier zeigen, vielleicht 77, 87 vielleicht, aber nichtsdestotrotz, dass das dann längerfristig eine ganz interessante Gelegenheit wäre, sich entsprechend hier long zu positionieren, in Erwartung, dass auf solch einen Bounce dann entsprechend eben früher oder später der Run in Richtung 1000 und höher eben wieder stattfindet und sich vielleicht ein ähnliches Szenario herauskristallisiert, wie sich das bei Netflix über die gesamte letzte Dekade eigentlich herauskristallisiert hat. Ja, also das ist eben aktuell der Kursverlauf. Man sollte sich vorsehen, hier dieses bullische Momentum aktuell zu faden. Ja, wir sind weiterhin, dass wir mit großem Vorschusslorbeeren eben in diesen Earnings Release morgen nachbörslich, also Mittwoch nachbörslich von Tesla hineinlaufen. Es wird sehr schwer sein, diese Vorschusslorbeeren hier nochmal zu übertreffen. Ja, nicht, dass es unmöglich wäre, aber das ist durchaus eben denkbar, dass wir hier als aktuell so eine FOMO-Tendenz zu sehen bekommen, infolge derer, dass dann zu einem Earnings Release, der über den Erwartungen liegt, kommt, der dann zu einem Gap-Up führt und das dann erstmal abverkauft wird. Also das heißt, hier dieser Sprung auf neue Allzeithochs und dann entsprechend der Pull-In eben stattfindet. Sollte der ausbleiben, wäre das vielleicht sogar noch am ehesten dann eine Möglichkeit davon auszugehen, dass es hier zu diesem Bounce in Richtung eben dieser Trendlinie kommt. Also ich würde in der Konstellation, lange Rede, kurzer Sinn, aus rein technischen Perspektive längerfristig es definitiv bevorzugen, wenn wir hier nochmal einen Test der 770-780er Region kommen. Also das heißt nochmal einen Rücksatz in Richtung der 800er Gefilde zu sehen bekommen. Das wäre dann längerfristig aber mit Sicherheit eine sehr, sehr attraktive Gelegenheit, sich entsprechend long zu positionieren. So, das also jetzt mal Tesla und Netflix. Ich will auch ganz konkret noch für heute, weil wir erstmal so ein bisschen abwarten sollten, sind jetzt zum Beispiel Johnson & Johnson hier an der Stelle oder auch Ericsson, P&G zum Beispiel und dergleichen, sind die in der Lage, wirklich einen Quartalsbericht zu liefern, wo man dann schlussendlich sagt, wow, da kommt richtig Musik eben tatsächlich rein. Lass uns gerne überraschen hier an der Stelle. Da gab es ja durchaus in der jüngeren Vergangenheit schon Überraschungen. Bed Bath Beyond ist jetzt der erste Name, der mir so spontan einfällt, wo ich sagte, naja, mal gucken, ob da überhaupt irgendwas Spektakuläres kommt. Und dann gab es eben devastating Earnings, also ganz, ganz schwache Earnings, die dann auch dazu geführt haben, dass die Aktie regelrecht ausverkauft wurde, nicht nur an dem Tag, sondern jetzt auch in der Folge noch weiter ausverkauft worden ist, anziehende Inflationssorgen und dergleichen. Nichtsdestotrotz, ich denke, grundsätzlich ist es so, wir sollten hier auf jeden Fall einen Blick werfen auf Peloton. Oh, jetzt habe ich wieder Mist gebaut. Einen kurzen Augenblick. Da können wir gleich mal einen Blick drauf werfen, zu BioNTech. Das sagt hier manchmal ein bisschen. Einen Moment, wir machen nochmal. Ich mache mal hier schon mal ganz kurz den Chart auf. Da kann man noch die Niveaus sehen von gestern. Und so. Diese sehr, sehr starke Gegenbewegung gegen das 84er-Level. Also das war gestern mit viel Wohlwollen kannst du gegen diesen Bereich dich long positionieren. Ich habe den Trade gestern nicht gemacht, auch wenn ich dieses Szenario skizziert hatte. Ich will das mal ganz kurz hier zeigen. Das ist in der Discord-Community gewesen.
Bin vielleicht mal hier ganz kurz auch den Link. Nochmal einstellen zur Discord-Community. So, kopieren. So, den stelle ich auch für diejenigen welchen, die sich jetzt gleich hier, zack, die Aufzeichnung anschauen. Den stelle ich auch unten unterhalb dieses Videos eben in die Chatbox. Und also da stelle ich jeden Tag eben meine heißen Titel ein. Also das was wir hier zu sehen bekommen, ich will das mal ganz kurz vielleicht auch hier zeigen. Der ein oder andere hat sich vielleicht mal gewundert. Auch da findet man das. Bei Twitter ist es an der Stelle. Gestern den Link hier. So. Ich stelle da jetzt immer einen kleinen Tweet ein zur Markteröffnung mit den heißen US-Aktien, die ich eben hier auch in der Discord-Community eben zum Thema mache. Und wer sich dann wundert, wo die denn näher diskutiert werden, diese Titel, der klickt dann einfach hier auf den Discord-Link. Also den habe ich jetzt gerade eben auch nochmal in die Chatbox gestellt. Also auch da findet man den. Das ist über meinen Twitter-Account an der Stelle. Aber zurückgehend, einmal zu Peloton. Also gestern hatte ich eben tatsächlich hier diese drei Aktien zum Thema gemacht und habe dann hier geschrieben, die Schlüsselregion dürfte die 84 sein. Das hatten wir gestern ja auch im Morning Meeting eben hier zum Thema gemacht. Ausgehend eben hier von dieser Konsolidierung. An dieser Stelle kann man das hier ein bisschen besser erkennen, glaube ich. Das war der 5-Minuten-Chart an der Stelle. Hatten wir ja die 84er-Region, hatten wir zum Thema gemacht gehabt. Und um was es da an der Stelle eben ging, war, dass die Frage sich stellte, kann die 84 gehalten werden oder eben nicht? Und die konnte zur Eröffnung tatsächlich gehalten werden, beziehungsweise kurz danach auch. Das können wir dann hier, ich ziehe das mal ganz kurz runter, kann man das, glaube ich, ganz gut erkennen. Hier 15:30 Uhr sind wir reingekommen. Gegen die 84 haben wir zunächst einen kleinen Bounce gesehen. Dann droppten wir leicht unter und haben dann allerdings relativ zügig dieses Niveau wieder zurückerobert. Also relativ zügig heißt innerhalb von 20, 25 Minuten, weil wir doch mehr als 50 Cent unter das Niveau gelaufen waren. Und waren dann eben in der Lage, gegen diesen Bereich stärker zu beschleunigen. Und nicht nur das, sondern eben auch dann an dieser Stelle eben hier den Rewop zurückzuerobern. Das war ein bisschen, das war auch tradingtechnisch, war das gestern ziemlich hakelig. Also ich habe das in der Nachbetrachtung gesehen. Was ich gerne sehen wollen würde bei solch einem Szenario ist, es wird zwar unter Rewop reinkommen, dann der Rewop, der volumengewichtete Durchschnittspreis, zurückerobert wird und wir eine leichte Konsolidierung oberhalb zu sehen bekommen, die aber hier gar nicht stattgefunden hat. Also man kann es sehen, das war im Grunde genommen einfach nur so ein straightes V, in Anführungsstrichen. Ich gehe mal kurz auf AMD. Da war gestern so ein Beispiel, da hat das ein bisschen besser funktioniert, in Anführungsstrichen. Ich gehe mal kurz auf der Minute, da kann man das vielleicht noch ein bisschen besser sehen. Nee. Kurz überlegen, welche hatte ich gestern noch auf dem Schirm? Plug. War das vielleicht, dass man das besser erkennen kann? Nee, auch nicht. Okay, ist auch nicht so schlimm, ist auch nicht so wichtig. Aber also, was ich halt gerne sehen wollen würde in dieser Konstellation, ist einfach, dass wir eben nach einem Fall unter Rewop und dann einer Rückeroberung, dass es dann zu einer kurzen Konsolidierung im Bereich um und oberhalb von Rewop kommt. Also 4, 5 bis 10 Minuten, wir eben eng konsolidieren und dann weiter eben aufwärts beschleunigen. Und das ist ja hier komplett ausgeblieben. Also hier sind wir zunächst initial gefailt, also es ist fehlgeschlagen, diese Rückeroberung von Rewop. Und dann kam die Rückeroberung und dann sind wir einfach nur noch straight away nach oben im Grunde genommen hochgekauft worden in die thematisierte Region. Also es war ein unglaublich starker Trend, der sich dann etabliert hat. Und das war etwas hier, man kann es sehen, falls ja, also wenn wir uns gegen die 84 stabilisieren können, schrieb ich, dann ist Long gegen dieses Level durchaus interessant. Erstes Ziel 85, das ist allerdings relativ zügig gleich durchgelaufen, man kann es hier sehen. Das war hier bei der 85er Bereich, kleine Konsolidierung da und dann pup, straight away weiter aufwärts gestrebt. Und dann mit einem Bruch höher würde in den kommenden Tagen ein Lauf bis 88, eventuell gar 90 denkbar. In den kommenden Tagen stellte sich gestern dann, das waren ein paar Stunden an der Stelle. Wir sind im Hoch gehandelt worden bei 89. Also zwischen 88, 90, genau in der Mitte ist die 89. Wir sind hier im Hoch gehandelt worden und das schon dann kurz vor 9 abends eben tatsächlich. Gut, das ist jetzt also die Nachbetrachtung. Diese Bewegung, also die hatte man durchaus auf dem Schirm. Das war das Morning Meeting, ich hatte das nochmal skizziert, aber jetzt stellt sich ja vor allem die Frage, was können wir denn jetzt daraus machen für den heutigen Handelstag? Also lässt sich da irgendwas draus schließen? Und das lässt sich tatsächlich nach der klassischen Herangehensweise, ich habe das gestern gesehen, das war nämlich ein ziemlich starker Tagesschluss. Auch wenn wir in den Abend hinein so ein bisschen übergerollt sind eben hier.
ganz kurz einmal, was ich jetzt mache. Also, wir schauen uns einmal an, wie hoch war die Tagesspanne. Das können wir im Daily noch ein bisschen besser sehen. Da muss man nicht hier mit einem Kreuz arbeiten im Chart, sondern was wir hier machen ist, wir gucken uns die gestrige Tageskerze an. Wir sind im Tief gehandelt worden bei 83,58, im Hoch gehandelt worden bei 88,90. So, was wir also an der Stelle machen ist 88,90 minus 83,58. So, dadurch haben wir die gestrige Tageshandelsspanne, die 5,32 Dollar beträgt. So. Jetzt der nächste Schritt, 5,32 Dollar. Was wir jetzt machen ist, wir gucken uns jetzt mal an, wie ist denn die durchschnittliche Schwankungsbreite für die letzten 22 Handelstage, also die Average True Range an dieser Stelle für die letzten 22 Handelstage. 22 Handelstage, das ist der Schnitt für die Anzahl der Handelstage eines Monats. Und wir sehen, dass die bei 4,26 Dollar liegt, die ATR. ATR 22 liegt bei 4,26. Diese 4,26, die sind offensichtlich kleiner als die 5,32 oder anders formuliert, gestriger Handelstag größer eine ATR. Das heißt also, die Handelsspanne des gestrigen Handelstages in der Kasse lag größer einer ATR, was eben zeigt, dass da offensichtlich mehr Bewegung war, als das gemeinhin technisch oder in den letzten 22 Handelstagen üblich war. Und was wir jetzt machen ist, dass wir uns die Frage stellen, und der eine oder andere erinnert sich vielleicht an die diversen Tutorials hier, die ich eingespielt habe im Hinblick auf dieses Second Day Plays. Was wir jetzt gerne sehen wollen, ist, dass wir innerhalb von 25% der Tageshochs schließen. Das impliziert an der Stelle, dass kontinuierlich Nachfrage im Markt war. Also das heißt, dass kontinuierlich gegen die 84, gegen die wir uns haben jetzt stabilisieren können, dann an der Stelle Schnäppchenleger, so nennen wir sie vielleicht mal, eben in den Markt gekommen sind, institutionelle Marktteilnehmer eben auf den Plan gerufen worden sind, in Antizipation eben der Earnings, vielleicht, dass der ein oder andere dann ein positives Szenario eben skizziert für diesen Earnings Release. Die Aktie hat auch grundsätzlich ja massiv einfach an Abgabedruck gesehen, auch in den letzten Tagen eigentlich. Wir sind hier von rund 120, das hatten wir gestern schon zum Thema gemacht, im Tief gehandelt worden, bei 40, Entschuldigung, bei 80 Dollar, 40 Dollar tiefer, also mehr als 30%, die Aktie jetzt innerhalb der letzten rund 4 Wochen, 5 Wochen des letzten Handelsmonats also verloren hat. Ausgehend hier von 170 Dollar hat sich die Aktie halbiert, sogar mehr als halbiert. Und hat sich allerdings jetzt gegen diesen Bereich stabilisieren können. Also das heißt, hier kann durchaus der ein oder andere Marktteilnehmer vielleicht aufmerksam werden und sagen, die Wachstumsaussichten von Peloton sind eigentlich alles in allem weiterhin solide gegeben. Und infolgedessen ist das vielleicht jetzt ein attraktives Level, gegen das man sich long positionieren könnte. Kann durchaus sein, dass also jetzt hier infolge dieser technischen Gegebenheit also Nachfrage in den Markt kommt. Und ein erstes Indiz, dass wir das zu sehen bekommen, war eben der gestrige Handelsverlauf mit dieser größer 1 ATR, die der Tagesverlauf eben dargelegt hat und dem Umstand, dass wir innerhalb dieser 25% der Tageshochs geschlossen haben. Haben wir, beziehungsweise haben wir das? Das ist die Frage, die wir uns jetzt nämlich stellen. Haben wir das denn? Und dann hatten wir hier an der Stelle, so, haben wir den Close gestern gehabt bei 87,65. Close, das war der Closing-Preis. Close 87,65. Und das entspricht. Jetzt gehen wir wieder an die Tageshochs. Das hatten wir hier mit 88,90. Das entspricht also 1,35 Dollar tiefer. Ja? 1,35 Dollar, das ist jetzt die Zahl, die wir hier durch die 535 teilen. Entschuldigung, die 5,32 teilen. 1,35 geteilt durch die gesamte Tageshandelsspanne, um nämlich dann die Frage beantworten zu können, haben wir 25% innerhalb der Tageshochs geschlossen. Das geben wir jetzt in den Taschenrechner ein. Und der wirft uns dann Folgendes aus, nämlich 1,35 geteilt durch 5,32. Das entspricht ziemlich ganz genau 25%. 25,3%, aber
sind ziemlich genau 25%. Also das heißt, die Aktie qualifiziert sich nach diesen Kriterien für heute dieses Second Day Play an dieser Stelle. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr interessanter Kandidat ist, auch weil wir relativ klare technische Level haben, die sich hier herauskristallisiert haben im gestrigen Handelsverlauf. Wobei mein favorisiertes Szenario vor dem Hintergrund dieser sehr, sehr starken Gegenbewegung eigentlich nicht ist, dass wir jetzt in der Vorbörse, also wir sehen, das ist übrigens dann etwas, das gilt es noch so ein bisschen zu berücksichtigen. Deswegen war die Aktie gestern bei mir kein so großes Thema. Das hat sich noch ein bisschen gebessert, aber wir haben gestern tatsächlich, Verzeihung, das ist gar nicht der Richtige. Wir hatten gestern hier, wir hatten gestern zu diesem Zeitpunkt, als ich diese Betrachtung eingestellt hatte in der Discord-Community, das war um kurz nach zwei, also wo schon bereits der institutionelle Handel reinkam, hatten wir erst knapp 4000 Stücke gehandelt. Das ist richtig dünn gewesen. Also das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf haben. Wir sind dann innerhalb der nächsten Dreiviertelstunde, Stunde, also bis zur Marktöffnung von 15:30 Uhr, noch in den in sechsstelligen Bereich gelaufen. Also da kam noch Volumen rein. Aber nichtsdestotrotz ist das etwas, das sollte man berücksichtigen in diesem Zusammenhang. Das zeigt sich auch hier jetzt gerade so ein bisschen. Also die Vorbörse wird normalerweise kenntlich gemacht. Das ist nachbörslich blau. In Orange hat man dann die Vorbörse an dieser Stelle. Da ist bis jetzt noch nichts passiert. Also da ist nicht ein Stück gehandelt worden bis hierhin. Und das sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das bedeutet also in der Vorbörse, vor dem Hintergrund des relativ dünnen Umfeldes, ist das ein absolutes No-Go-Territorium. Das heißt, wir warten auf jeden Fall auf die Markteröffnung an der Stelle. Was ich gerne oder was ich ungern sehen wollen würde, vor dem Hintergrund oder beziehungsweise neben dem Umstand, dass wir eben auch diesen relativ scharfen Anstieg gegen diese Region jetzt gestern gesehen haben, dass wir unter dünnen Umsätzen uns in den Bereich der 89 hangeln und oberhalb dieses Niveaus stabilisieren. Also das heißt, irgendwo hier oben ganz, ganz dünn aufmachen, weil die Nachhaltigkeit einer solchen Bewegung vor dem Hintergrund dieses ganz wenig gehandelten Volumens natürlich in Frage zu stellen wäre. Das heißt, mein favorisiertes Szenario ist eher jenes, und da kann man das erkennt man nämlich hier, deswegen bin ich gerade in meinem Chart unterwegs und nicht in dem von Markets, wo wir nämlich an der Stelle nur den Kassahandel haben. Das kann man hier ganz gut erkennen. Diese Region zwischen dem volumengewichteten Durchschnittspreis beziehungsweise den über die letzten zwei Handelstage gegen die 84 gehandelten, also das ist in Orange eingefangen, den Two-Day-Re-Wop an der Stelle. Der Bereich zwischen 86,70 beziehungsweise hier 86,30, also ich sag mal alles zwischen 86 bis 86,50, um es mal grob zu fassen. Das ist für mich eine ganz, ganz interessante Region, gegen die ich mir vorstellen könnte, attraktiv mich long zu positionieren, mit einem Stop vielleicht auch knapp unterhalb der 86 an der Stelle. Vorausgesetzt, diese Region kann gehalten werden. Also das machen wir natürlich von der Price Action abhängig und dergleichen. Wir haben hier schon mal ein erstes Kriterium. Die Aktie ist potenziell heute qualifiziert sich für eine Fortführung, vielleicht für einen deutlichen Lauf über die 90er-Marke sogar an der Stelle. Nichtsdestotrotz, ich möchte ungern eigentlich den direkten Drive über die 89 sehen, würde eher lieber sehen wollen, wir droppen in diesem Bereich. Wir können die 86 halten, wir sehen das auf dem Tape, wir testen die vielleicht ein, zweimal. Wir sehen allerdings, dass der Markt gegen diesen Bereich kontinuierlich Nachfrage eben sieht. Und dann würden wir gegen die 86 ins Long positionieren, knapp Stop unterhalb der 86. Beziehungsweise vielleicht auch ähnlich wie gestern hier. Wir sehen einen kurzen Drop unter dieses Niveau, dann den Quick Rebit darüber, dann würden wir gegen diese Tiefs eben entsprechend riskieren, je nachdem. Auf jeden Fall würden wir uns gegen diesen Bereich long positionieren wollen, in Erwartung, dass es einer Überwindung eben der gestrigen Tageshochs kommt, zu einer Überwindung kommt, beziehungsweise wir dann in Richtung der 90er-Region uns aufmachen. Ob das dann heute abgelaufen wird, das wäre natürlich günstig. Stichwort Overnight-Risiko willst du rausbekommen und dergleichen. Eventuell würde ich das allerdings auch als Swing-Position aufbauen, dass ich eben für die kommenden Tage ein stärkeres Bounce-Play eben dann auf den Weg bringen würde. Wo wir in der Konstellation, ich mache das mal ganz kurz hier groß, wo wir dann vielleicht sogar sagen würden, wir sehen zunächst einmal ein Bounce hier gegen diese September, also erstwöchigen September-Tiefs, das ist so der Bereich 95 an der Stelle, die ich dann eben in Betracht ziehen würde. Also eine Zielregion deutlich oberhalb eben des 90er-Levels. Ja, also das zu Peloton an der Stelle und warum die Aktie eben für mich interessant ist und welche Kriterien man da heranziehen kann, eben aus der equity-technischen Perspektive, um dann hier eben auch ein Play dann vor oder in Antizipation auf die Earnings, die allerdings erst ab morgen so wirklich dann den Kickoff sehen, eben zu sehen zu bekommen, sollte sich kein Earnings-Play für heute herauskristallisieren. So, da können wir, ich mache das mal ganz kurz hier auf, schon mal. Natural Gas. Ich hatte gestern auch gesehen, da kam gestern auch noch eine Frage auf. Können wir gleich mal einen Blick drauf werfen?
Aber hat jetzt zwischenzeitlich auch eine relativ scharfe Korrektur gesehen. Bevor wir auf Natural Gas Valence zu sprechen kommen, würde ich ganz kurz gerne einmal auf Silber bzw. auf Gold zu sprechen kommen. Also wir sehen aktuell seit heute Nacht kontinuierlich Nachfrage. Gold kann sich also nochmal hier gegen die 1750er Region deutlich abstoßen. Ja, und die Frage der Fragen, die sich jetzt eben hier im Hinblick auf Gold stellt, ist wahrscheinlich, wenn wir das Ganze mal etwas genauer betrachten, ist das jetzt vielleicht der finale Schub, der dann in irgendeiner Form in der Lage ist, uns hier diese Trendlinie erobern zu lassen, zurück über die 1800er Marke zu befördern? Das würde dann folglich den Bereich aktivieren 1830, 835. Also alles in allem ist das schon mal ein positives Signal. Eventuell bekommen wir noch mal einen kurzen Flush zu sehen. Also ein Flush-In würde an der Stelle bedeuten, machen wir ganz kurz hier, ich das grob mal einzeichnen, dass wir diesen Bereich noch mal antesten. So, und dass wir dann diese Attacke auf die 1800 zu sehen bekommen. Riskieren würden wir gegen die gestrigen Tiefs, also das wäre auch CAV-technisch, glaube ich, ganz interessant. Also es läge dann hier der Entry-Bereich, läge um 77, Stop läge um die 67, das sind die Tiefs von gestern. Das sind also 10 Dollar ungehebeltes Risiko. Und wir würden auf der Oberseite gehen, eben auf eine Attacke mindestens auf die 1,8, eher höher eben tatsächlich. Wo wir aber schon hier sehen würden, das ist eine Chance von 30 Dollar an der Stelle, wo wir aber schon sehen würden, dass eine Teilgewinnmitnahme, die man gegen die 1800 dann anstreben würde vielleicht, dass die eben schon recht attraktiv wäre, wenn wir einen Großteil unseres Risikos an der Stelle mindestens verdient, vielleicht sogar den Trade schon im Profit hätten und auf der Oberseite dann eben weiteres Aufwärtspotenzial zunächst einmal 1830 eben hier erwarten würden, dass wir in diese Gefilde vorstoßen. Also das heißt hier die 77er Region, die scheint gerade sehr, sehr attraktiv für Long-Engagements. Enger Stop, wir kommen mit relativ kleinem Risiko rein und würden an der Stelle eben zunächst auf die 800 gehen, beziehungsweise auf den Break höher dann auf die 830er Gefilde. Bis hierhin sieht es auf jeden Fall erstmal danach aus, als wenn die Vorgaben grundsätzlich sehr, sehr bullisch sind. Wie gesagt, Global Makro, News-Katalysatoren finden wir jetzt nicht wirklich. Also Housing Permits, ich muss mal ganz kurz schauen. Hier, also Building Permits, nicht Housing. Housing Starts, also Häuslebauer Anfänge. Hausstaats, Baustaat, na, ihr wisst, was ich meine. Man fängt an, Häuser zu bauen. Housing Starts, beziehungsweise Building Permits, das sind die Erlaubnisse, die Genehmigung, Baugenehmigung an dieser Stelle. Housing Starts, das ist interessant. Die sehen, wenn man das jetzt mal über die letzten 12 Monate sehen, irgendwie gefühlt eine Stagnation. Leichte Aufwärtstendenz an dieser Stelle. Mal schauen, ob es da, wie gesagt, einen Drive höher zu sehen gibt. Aber selbst wenn, wäre das nicht zwangsläufig eben korrespondierend an dieser Stelle mit eben einem sich positiv oder grundsätzlich stark günstigem Umfeld für die konjunkturelle Gesamtsituation eben. Auch wenn wir sehen, es gibt eine leichte Aufwärtstendenz, wo wir eben dann vielleicht auch den Bias wieder sich widerspiegeln sehen können. Also ohne das jetzt zu hoch zu gewichten, ich glaube nicht, dass das große Volatilität begünstigt, dass das eben den Zinsmarkt dramatisch in irgendeiner Form beeinflusst. Vorausgesetzt kommt nicht zu einer dramatischen Überraschung auf der Ober- oder auf der Unterseite, selbstverständlich. Aber was wir eben hier sehen können, ist ein Aufdrehen. Seit Jahresbeginn sehen wir eigentlich einen Rücksetzer hier. Im Hinblick auf die Baugenehmigung an dieser Stelle. Jetzt drehen wir wieder auf. Jetzt haben wir in den letzten Monaten haben wir eine entsprechend bullische Tendenz gesehen. Die letzten Building Permits, das war hier, die wir im September zu sehen bekommen haben einen Print auf der Oberseite gesehen. Am 21.09. kann man sehen, letzten Monat sind wir bei 1,728 Millionen veröffentlicht worden, obwohl nur 1,6 Millionen erwartet worden sind. Also das heißt, es gibt hier mehr Baugenehmigungen, was ja darauf schließen lässt, dass mehr Anträge auch gestellt werden. Dieser Konstellation, was ja wiederum impliziert, dass die Leute sich wirtschaftlich stark genug aufgestellt sehen, um ein Haus zu bauen. Und das ist eben durchaus etwas, was dann natürlich jetzt auf den Bias widerspiegelt, wo natürlich bei einem jetzt erneut enttäuschenden Datensatz, also Überrollen, dass das nur ein kurzzeitiger, saisonal begünstigter Effekt war, wie auch immer geartet, dass wir dann eventuell infolgedessen nochmal eine Beschleunigung im Zins auf der Unterseite sehen. Also sprich, die Zahlen, die ja heute dann eben veröffentlicht werden, wenn die enttäuschen, könnten die nochmal diese Bullishness dann im Hinblick auf beispielsweise Gold, könnten die vielleicht hier beschleunigen. Ich will es allerdings, wie gesagt, nicht überbewerten. Man sollte es nur im Hinterkopf
Kopf behalten. Es wäre für mich natürlich jetzt dahingehend günstig, weil ich eben hier mich derzeit in einer sehr komfortablen Situation wiederfinde. Ich bin long in Silber. Ich hatte die Position schon letzte Woche am Freitag aufgebaut. Hier, da gab es kurzzeitig ein bisschen Schwitzen, kein Stopout. Der Stop liegt hier unterhalb dieses Tiefs. Das passte auch ganz gut. Ich wollte nicht direkt auf diesem runden Level der 23 liegen. Gestern kam dann eben hier dieser kurze Flush nochmal zustande. Man kann ihn hier in einer Stunde sehen, beziehungsweise hier, was auch immer es begünstigt hat. Also es wird insgesamt ein sehr, sehr unattraktives Treiben, bis dahin jedenfalls. Ähnlich, sehr ähnlich hier auch zu dieser Konstellation. Ich will das mal ganz kurz sagen. Hier, das war letzte Woche am 13., wo ich dann diesen Stopout eben gesehen. Nee, Moment, stimmt gar nicht. Hier war das. Hier war das, wo ich den Stopout gesehen habe. Das war letzte Woche am Dienstag tatsächlich. Wo dann allerdings hier sich auch eine entsprechende bullische Entwicklung herauskristallisiert hat. Ich würde mir natürlich wünschen, dass diese jetzt auch sich hier darstellt. Denn, und jetzt kommt es nämlich, denn es korrespondiert hier sehr stark mit der Möglichkeit eines Bruchs dieser Trendlinie. Also das heißt etwas anders formuliert, aktuell, ich habe bis dato auch noch keinerlei Teilgewinne auf den Weg gebracht oder sonst dergleichen, sondern will jetzt erstmal schauen an der Stelle, ob hier diese 23,50er Region gehalten werden kann. Also wir sind diesen Bereich überwunden, das ist ein erstes positives Signal und jetzt, was wir sehen wollen, ist, dass wir diesen Bereich verteidigen können. Was natürlich gelingen dürfte, just in jenem Moment, wo eben Gold dieses bullische Szenario, was ich gerade skizziert habe, eben vollzieht durch die positive Korrelation Gold-Silber und würde dann an der Stelle eben an der Position festhalten und vielleicht sogar Erstteilgewinnmitnahmen überlegen, sobald wir einen deutlichen Lauf über die 24 zu sehen bekommen, den ich mir nämlich dann sehr, sehr gut vorstellen könnte, sofern diese Trendlinie eben hier entsprechend gebrochen wird. Also es sieht mehr und mehr verstärkt nach einer deutlichen Bodenbildungsphase eben aus, die wir hier vollziehen. Und ja, nunmehr hoffe ich einfach, dass der Trade dann sich jetzt in den Folgetagen beginnt zu meinen Gunsten zu entwickeln. Wie gesagt, was dem in die Karten spielen würde mit Sicherheit, wäre an der Stelle eine deutlichere Top-Bildung im 10-jährigen Zins. Ich will das mal ganz kurz hier auch vielleicht zeigen. 10-Year Treasuries. Also eine 5-Minuten-Darstellung. So, das ist allerdings hinreichend. Also wir sehen, auch wenn das ein bisschen pathologisch jetzt anmutet, aber wir sehen hier so ein leichtes Überrollen. Eben im Bereich um 1,6%. Wir haben diese Hochs, die wir dort am 11. Oktober, beziehungsweise hier, post der Non-Farm Payrolls am 8. Oktober, markiert haben, deutlich oberhalb von 1,6%. Die sind wir nicht mehr angelaufen, also leicht unterhalb, jetzt konsolidiert, rollen eben hier entsprechend über. Und was jetzt natürlich sehr günstig wäre in dieser Konstellation, wäre eben das gerade skizzierte Szenario, sofern es sich überhaupt so manifestiert. Aber sofern ich ein bisschen Glück habe, vielleicht kommt es so zum Tragen, dass die Building Permits in dem Zusammenhang dann vielleicht durch einen enttäuschenden Datensatz hier nochmal einen Flush auf den Zins auf der Unterseite nach sich ziehen, was eben derzeit, so kann man es auf jeden Fall erkennen, eben für Edelmetalle sehr günstig sind. Beziehungsweise wo ein bullischer Push im Zins eher negativ für Edelmetalle, sprich Gold oder Silber eben an der Stelle wäre. Ja, so nunmehr das Bild einmal für Gold und Silber. Und jetzt blicken wir mal ganz kurz hier auf Gas. Also deutliche Beschleunigung, unweigerlich erkennbar, seit April, glaube ich. Wir gehen jetzt so ein bisschen hier in eine Top-Bildung über. Das kann man hier, glaube ich, relativ deutlich erkennen. Ich glaube, die Frage ist ganz konkret bezüglich Long-Einstieg. Also das heißt, da ist die Entscheidung schon offensichtlich gefallen, sich Long positionieren zu wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auf der Unterseite vielleicht noch nicht ganz fertig sind. Also sprich etwas anders formuliert, ich würde mich wirklich an dieser Trendlinie wahrscheinlich hier orientieren an der Stelle. Würde Bereich so 460, 470, so diese Gefilde, glaube ich, könnte ich mir sehr, sehr gut als Long-Einstieg eben tatsächlich vorstellen. Sofern wir nochmal unter die 5 Dollar-Marke hier an der Stelle rutschen. Ich bin jetzt fundamental im Bereich im Gas, Natural Gas an der Stelle überhaupt gar nicht im Bild. Also das heißt, ich fokussiere mich hier rein jetzt auf die technischen Gegebenheiten. Was dieses Szenario eines tieferen, einer noch tieferen Korrektur hier natürlich erstmal zum Erliegen kommen lassen würde, wäre in dem Fall ein Bruch dieser sich herauskristallisierten Abwärtstendenz. Das ist eine Trendlinie, die sind die Hochs der letzten Woche. Na, nicht wirklich.
Ja, was, naja, nahezu die Hochs der Vorwoche, ja. Jetzt mit Bruch unter die Vorwochentiefs eben tatsächlich und Konsolidierung unterhalb. Also, dass wir, wenn wir diese Trendlinie brechen würden, dann würde zunächst einmal den Bären so ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen werden. Oder beziehungsweise dieser Korrekturmodus käme zum Erliegen. Allerdings würde ich dann zeitgleich auch sehen wollen, dass wir hier einen Tagesschluss oberhalb von 5,20 zu sehen bekommen. Also das heißt, diese ehemaligen Tiefs hier, das sind die Vorwochentiefs, dass wir eben oberhalb dieser auch in der Lage sind zu schließen. Das heißt also, ich würde jetzt noch nicht per se hier mich long positionieren wollen, sondern würde zunächst einmal den Bruch sehen wollen und dann auch eine Rückeroberung hier der 5,20 an der Stelle der Vorwochentiefs, Konsolidierung oberhalb, dass ich dann hier davon sprechen würde. Bodenbildung potenziell abgeschlossen, nächstes Leg Up ist jetzt zu erwarten. Alternativ, wie gesagt, wenn das ausbleiben sollte, bleibt immer noch dieses Szenario, dass wir nochmal tiefer bis in Gefilde dieser Trendlinie eben 460, 470 eventuell dann einen Rutsch zu sehen bekommen. Ja, ich hoffe, dass das die Frage zu NatGas an der Stelle beantwortet. Ich glaube, ich hatte auch gestern noch eine Frage. Vielleicht war die von dir, ich bin mir nicht sicher. Aber ich hatte gestern, glaube ich, auch schon jemanden hier in der Timeline gesehen. Das ist allerdings erst im Anschluss an das Morning Meeting, als ich es dann schon beendet hatte. Deswegen hoffe ich, dass die Frage, die von gestern auch kam im Hinblick auf NatGas, dass ich die jetzt auch mit eingefangen habe. Und so, dann blicken wir nochmal ganz kurz hier final einmal auf Bitcoin. Sieht immer noch unfassbar stark aus. Also ich persönlich, für mich ist es nur noch eine Frage der Zeit eigentlich, wann es hier die Attacke und auch den Break auf neue Allzeithochs eben tatsächlich gibt. Das gilt, also die grundsätzlich kurzfristige, bullische, der kurzfristig bullische Ausblick bleibt so lange gegeben, wie wir hier diese Trendlinie halten können. Auf jeden Fall. Wir sehen auch jetzt das Halten oberhalb von 60.000. Ja, gab es gestern, war das gestern? Ja, in den Nachmittag hinein. Da gab es einen kurzen Flash mal auf der Unterseite, aber wir haben oberhalb dieses psychologisch relevanten Levels von 60.000 uns stabilisieren können. Wir hangeln uns in Richtung der Hochs. Das ist eine Konstellation, die würde man aus technischer Perspektive wahrscheinlich sehr einfach als steigendes Dreieck bezeichnen. Also diese Konstellation hier. Das heißt also, das Angebot, was von oben in den Markt gegeben wird, das wird kontinuierlich immer kleiner, was eben die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass hier früher oder später eben ein bullischer Break sich entsprechend darbietet. Und dieser bullische Break, wir sind in Schlagdistanz zu den Allzeithochs, der aktiviert zwangsläufig eben diesen Bereich. Also das heißt, sobald wir hier über die 62,8, vielleicht rund 63.000 brechen, ist eigentlich hier das Allzeithoch, das nächste Ziel. Und wie gesagt, aktuell vor dem Hintergrund eben des grundsätzlich sehr, sehr bullischen Bias, der sich im Markt etabliert, jetzt auch dem Schritt eben diesen Bitcoin-ETF SEC reguliert beziehungsweise approved, also nicht bestätigt, sondern SEC-Erlaubnis erteilt, ja, so nennen wir es einfach mal. Das ist eben durchaus nochmal etwas, was hier einen zusätzlich bullischen Katalysator eben liefern kann und was eben die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wenn es einen Break auf neue Allzeithochs gibt, von dem derzeit vor dem Hintergrund dieser charttechnischen Konstellation definitiv auszugehen ist, dass der auch zeitnah erfolgt, dass dann ein sehr, sehr stark bullischer Drive initiiert wird, der uns eben tief über die 65 führt, also vielleicht sogar recht zügig, eben durch entsprechendes Momentum und entsprechende Nachfrage, starker Nachfrageüberhang, der generiert wird, dass dann Push in Richtung 70.000 eben folgerichtig ist, wahrscheinlich sogar innerhalb von vielleicht Minuten, vielleicht Stunden eben tatsächlich auf den Weg gebracht werden könnte. Ich würde auf jeden Fall, unabhängig davon, ob ich jetzt Long spielen würde, würde ich aber davon absehen, das als Warnung zu sehen für alle diejenigen, welchen, die hier den großen Crash in Bitcoin sehen oder in irgendeiner Form sich gegen dieses Momentum, dieses bullische Monstrum-Momentum, was sich hier aufbaut, eben zu stellen. Also das sieht eher danach aus, dass es hier einen sehr, sehr dynamischen Bruch auf der Oberseite gibt, als dass es eben hier zu einem scharfen Einbrechen kommt. Natürlich, Alternativszenario sollte man auch skizzieren. Sollte es solch einen Break geben, aber der relativ aggressiv abverkauft werden, also es einen sogenannten Stuff geben, so würde man das im Equities-Bereich nennen. Also sprich, du läufst im Grunde genommen wie so eine Wand, kann man sich das vorstellen. Also du hast eine Betonwand und du schießt einfach einen Ball volles Rohr dagegen. Und dann knallt er einfach entsprechend zurück.
Das resultiert aus dem Umstand, dass wir dann auf einem jeweiligen Niveau eben eine große Order eben als Widerstand sehen. Also eine große Briefseite, jemand, der ein großes Aktienpaket an der Stelle eben verkaufen will. Das wäre durchaus eine Möglichkeit, die hier in Betracht gezogen werden könnte. Also sprich, wir sehen diesen zu Flush auf hohe Niveaus und dann sehen wir plötzlich gegen zum Beispiel eine runde Marke, 68.000 beispielsweise, einen unglaublich großen Verkäufer in den Markt kommen. Also ein potenzieller Bitcoin-Wahl vielleicht, aus welchen Gründen auch immer, was auch immer die Motivation sein könnte. Und das kann natürlich dann dazu führen, dass es dann zu einem sehr, sehr starken Abprall eben tatsächlich kommt. Das ist allerdings natürlich dann abzuwarten, ob sowas überhaupt stattfindet. Wenn man so etwas erkennt, kann das wiederum darauf hindeuten, dass es ein Fehlausbruch war und dass es dann vielleicht erstmal eine tiefere, schärfere Korrektur deutlich auch zurück unter 60.000 gibt. Aber derzeit ist das von mir favorisierte Szenario ganz klar der bullische Breakout auf der Oberseite und entsprechend der Stint auf neue Allzeithochs. Wie gesagt, erster Halt wahrscheinlich das nächste runde Level, 70.000 eben, welches wir dort anvisieren könnten, sollten. Ja, ne? Ja, was soll ich sagen? Ja, ich hab hier eine Spracherkennung. Ich habe hier eine Spracherkennung. Da schreibt gerade jemand, Laptop-Lüfter dreht hoch beim Thema Bitcoin. Ja, das hat damit zu tun, dass ich die Spracherkennung dahingehend programmiert habe, dass jedes Mal, wenn ich Bitcoin sage, dass das begünstigt, dass eben der Eindruck entsteht, ja, dass ich Bitcoin long bin und dass da mehr gemeint werden soll. Also, nein, das ist natürlich ein Spaß. Ja. Das wäre es meinerseits gewesen, soweit zum Morning Meeting hier zum heutigen Tag. Dann hoffe ich, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Ja, haltet mir gerne weiter die Daumen und dass der Silver Trade sich weiter positiv entwickelt, dass wir die 24 erobern. Wie gesagt, hab Peloton heute auf dem Schirm für ein Second Day Play, nachbörslich Netflix mit Zahlen. Werden wir morgen natürlich hier im Morning Meeting abdecken. Und Happy Trading meinerseits. Sollte euch das Webinar gefallen haben, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal. Und wir hören uns morgen wieder 10:30 Uhr hier gemeinsam mit Markets. Ich freue mich drauf. Bis dann. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.